Moin alle zusammen. Moin, wir machen heute ein DIY. Ja. Boah, das hat sich gereimt. Ist doch egal, hast du. Ja, okay, wir beginnen zuerst mit der Nutella-Knete. Also ihr braucht einmal Nutella, einen Löffel zum Verrühren, am besten einen Esslöffel. Dann nehmt ihr eine Schüssel oder einen Behälter nach eurer Wahl. Und dann noch Speisestärke. Ich habe hier Kartoffelstärke genommen, ihr könnt aber auch Maisstärke und andere Stärken nehmen, okay? So, jetzt fangen wir mal an. So, ihr könnt jetzt so viel Nutella, wie ihr wollt, hinzugeben, so viel, wie ihr auch die Knete haben wollt. Also ich möchte jetzt nicht so viel von der Knete, deswegen gehe ich einfach mal so viel hinzu. So, jetzt kommt noch ein bisschen Kartoffelstärke hinzu. So. So. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten könnt ihr selbst testen und so, wie viel ihr davon von den Zutaten alles wollt. Und jetzt alles umrühren. Wenn ihr alles gut verknetet habt und noch ein bisschen von der Kartoffelstärke oder Speisestärke hinzugefügt habt, dann sollte das alles so aussehen. Also, das ist sehr, sehr, sehr fluffig und lässt sich auch gut kneten. Und jetzt beginnen wir auch noch mit der nächsten Knete. Also die nächste Knete wird eine Marshmallow-Knete aus, wie ihr seht, Schlumpf-Marshmallows. Ihr könnt auch andere Marshmallows nehmen. Hier Kokosöl und dann auch noch wieder diese Kartoffelstärke oder Speisestärke. Ihr könnt auch Maisstärke nehmen. Ein Löffel und mikrowellenfestes Geschirr, also zum Beispiel eine Schüssel, okay? Dann geht's mal los. Also ihr könnt so viele Marshmallows, wie ihr wollt, da reinmachen. Wir haben jetzt einfach Schlumpf-Marshmallows genommen. Und die kommen jetzt erstmal in die Mikrowelle, bis alles flüssig ist. So sollte es jetzt aussehen. So, jetzt kommt erstmal ein Teelöffel Kokosöl da rein. Jetzt kommt auch schon die Kartoffelstärke hinzu. Da muss man auch noch alles zerkneten, aber denkt dran, davor muss man sich immer noch die Pfoten waschen. Das sage ich nur. Also wenn das dann alles zerknetet ist, sollte es so aussehen. Jetzt haben wir beide essbaren Schleim. Also uns gefällt das sehr. Er ist schön knetbar und ihn darf man eben essen nach den Zutaten. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Und liked dieses Video. Ihr könnt auch Kommentare schreiben, welchen Schleim ihr am besten fandet, also welche Knete. Man kann es auch als Schleim verwenden. Und jo, mir hat es richtig gefallen. Man kann ihn echt gut kneten. Jo. Und jo, mir hat es wirklich gefallen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss. Tschüss.